Es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit der Wirtschaftsgigant China in die Knie gegangen ist. So hieß es im deutschen Fernsehen und danach äußerte ein Sprecher der deutschen Exportindustrie, es ist noch nicht klar, ob es nur ein blaues Auge wird oder ein Lockout. Meine Damen und Herren, das Coronavirus hat in 2 Monaten geschafft, was die Amerikaner mit ihren Handelszöllen, mit dem Handelskrieg in 5 Jahren nicht geschafft hätten. Wer ist weiter betroffen? USA selbst? Überhaupt nicht. Israel? Nein. Saudi-Arabien? Kaum. Aber wer ist noch stark betroffen? Der Iran, ganz gezielt, der Iran ist stark betroffen. Also, China, Deutschland und der Iran. Der liebe Gott, meine Damen und Herren, scheint hier. Deutschland und der Iran. Der liebe Gott, meine Damen und Herren, scheint geopolitisch ein Amerikaner zu sein. Oder könnte es sein, dass ihm hier jemand ins Handwerk gepfuscht hat? Könnte es sein, dass jemand hier dem Schicksal nachgeholfen hat? Meine Damen und Herren, außerhalb des Wirkungsbereichs der Relotius-Medien, der westlichen Relotius-Medien, glauben das sehr viele Menschen. Und es steht immerhin fest, beziehungsweise es gibt ganz ernstzunehmende wissenschaftliche Hinweise, dass dieses Virus nicht in der Natur, sondern in Laboratorien entstanden ist. Meine Damen und Herren, wenn man sich solche Gedanken macht, ist man dann ein Verschwörungstheoretiker? Oder sind diejenigen, die von vornherein einen Biowaffenangriff ausschließen, nicht diejenigen, die an den Weihnachtsmann glauben?